Stoß gegen Wand mit Reibung. Ich nehme wieder den Stab, habe da die schiefe Ebene, nehme jetzt da das E-Tangential und da die Richtung E-Normal, lasse den Stab mit V0 hier gegen die Wand fahren, Winkel ist Alpha. Und führe jetzt also zwei Kräfte ein, neben dem F-Normal, auch ein F-Tangential. Und rechne jetzt in der Richtung Normal, in der Richtung Tangential. Das bedeutet aber, dass ich, das V0 habe ich da schlecht hergeschrieben, wenn ich das V0 bezeichne, dann habe ich in der Richtung Normal die Geschwindigkeit V0 Normal ist gleich V0 Cosinus Alpha, und zwar in der Richtung zur Wand. V0 Tangential ist gleich V0 Sinus Alpha. So. Und jetzt machen wir das so. Ob das EN geschickt ist darüber oder besser doch hinaus, kommt mir jetzt fast vor. Ich nehme das EN auf die andere Seite, damit ich da Plus habe, nehme das positive EN schon so in die Richtung. Dann sage ich, das ist die Geschwindigkeit vorher in Richtung EN. Was passiert da? In der Richtung EN habe ich M mal Geschwindigkeit am Ende der ersten Periode für den Schwerpunkt, die nenne ich wieder U. Und zwar, weil es jetzt normal ist, sage ich U normal, nicht UN, minus Anfangs, das ist V0 Cosinus, und das ist minus SN. Das ist das Integral FN dt. Sie sehen, in der normalen Richtung zur Gänze. Dann in der Tangentenrichtung müsste ich sagen, unter der Annahme, dass Ft gleich μ mal Fn ist, sage ich, Et heißt Geschwindigkeit nachher, ich nenne sie U-Tangential, Ut minus V0 Sinus vorher ist gleich minus ST, und das nenne ich jetzt minus μ SN. Und für die Drehung, also ich schreibe hin quasi EN, ET, dann steht ein EZ so heraus, nicht? Also die Drehung Phi
den Drehwinkel bezeichne ich in der Richtung positiv. Dann heißt es Theta S mal Phi Punkt am Ende der ersten Periode minus 0 ist gleich Fn mal dem Abstand, Ft mal dem Abstand. Also ist gleich plus Sn mal L halbe Sinus Alpha. Nicht, das dreht ja plus, minus St mal L halbe Cosinus Alpha. Müsste eigentlich das so ausschauen. Wir sehen, dass jetzt ja die Reibung auch ins Moment eingeht, nicht? Mit dem Hebelarm, die Reibungskraft, und der Hebelarm ist L mal L halbe Cosinus. Jetzt muss ich wieder die Geschwindigkeit des Punktes B ausrechnen. Wie groß ist die Geschwindigkeit Vb in der normalen Richtung, also in Richtung n? Dann heißt das, die ist natürlich gleich un, nämlich die Schwerpunktgeschwindigkeit. Die Tangentialgeschwindigkeit interessiert mich nicht, nicht? Da gleitet sie vorbei. Plus der Drehung, weil aber die Drehung hier rechts ist, muss ich natürlich sagen, die geht ja weg. Die positive Geschwindigkeit geht in Richtung n, also steht hier minus L halbe mal Sinus Alpha mal Phi Punkt U. Sehen Sie das? Also, das wäre die Geschwindigkeit U Punkt, also U normal, und das ist jetzt die Drehgeschwindigkeit. Die Drehgeschwindigkeit, die aber jetzt so dreht und sozusagen wegzieht von der Wand. Und die Komponente normal, bei einer Drehung ist es immer gleich dem Normalabstand. Wenn Sie die Tangentialkomponente rechnen wollen, müssen Sie die Höhe nehmen, nicht? Das ist die Tangentialgeschwindigkeit da. Und das muss 0 sein. Sie sehen, die Tangentialgeschwindigkeit geht da natürlich nicht ein, aber ich kann jetzt aus 1, 2, 3, das ist 4, wenn ich da aus 1 und 3 das UN und Phi Punkt U einsetze, dann steht hier V0 Cosinus Alpha minus Sn durch m ist gleich L halbe mal Sinus Alpha, das steht da, nicht? Das ist der Faktor. Dann schreibe ich Sn heraus, dann schreibe ich durch Theta S, dann nehme ich das zum Quadrat. Und dann mache ich da noch jetzt das Kunststück, dass ich da schreibe Sinus Alpha minus SD μ Cosinus Alpha. Im Grunde habe ich nur das alles eingesetzt, nicht? Wobei ich SD gleich schreibe μ Sn. Und das ist jetzt unsere Gleichung für das Sn wieder. Ja, Sn durch m mal 1. Das herüber. Pupu. Plus, oben steht L Quadrat Viertel, unten steht das IS Quadrat. Das waren jetzt die zwei. Dann steht da Klammer auf Sinus Quadrat Alpha minus μ Sinus Alpha Cosinus Alpha. Und das ist gleich V0 Cosinus Alpha.
Und damit habe ich das Sn berechnet. Ne? In der zweiten Periode müsste ich jetzt sagen, Gleichung 5 heißt m mal Geschwindigkeit w in Richtung n nachher, nicht wn minus un ist gleich minus epsilon sn. Sechstens, m wt minus ut ist gleich minus μ mal s2 sozusagen, nicht? Minus μ epsilon Sn. Sn ist sozusagen unser S1, nicht? Das ist das Integral Fn dt im ersten Periode. Und jetzt wirkt entsprechend dem Fn ja immer noch das Fd. Und siebtens wäre der 3, Theta S, Phi Punkt nachher, minus Phi Punkt U ist gleich, und das ist im Grunde genau dasselbe da mit dem Epsilon, nicht? Es steht also jetzt Epsilon Sn L halbe herausgehoben Sinus Alpha minus μ Cosinus Alpha. Damit habe ich die Geschwindigkeiten nachher berechnet. Sie sehen, wenn ich das un aus den ersten beiden eliminiere, aus 5 und 1, aus 5 und 1 folgt ja durch Eliminieren von un, müsste folgen wn ist gleich V0 Cosinus Alpha also UN, nicht? UN und UN ist V0 Cosinus Alpha minus SN durch M. Sehen Sie das? Mal 1 plus Epsilon. Und dann muss ich das Sn da einsetzen. Das Wt, also das ist 5 und 1, nicht? Das ist 6 plus 2. Müsste sagen, Wt ist Ut, da. Ut minus μ epsilon Sn durch m. Das Ut ist aber da oben, ist gleich V0 sinus alpha minus μ Sn durch m minus μ epsilon Sn durch m, also bleibt ja nur 1 plus epsilon noch stehen. Und aus 7 und 3 müsste rauskommen, Phi Punkt nachher ist gleich Phi Punkt U plus dem, ach gut, das ist mal etwas zu lang. Und das Phi Punkt U steht da. Also, wenn ich das Phi Punkt U da nehme, nicht, dann steht Sn durch Sn durch
Theta S. Das schreibe ich mal hin. Phi Punkt U ist Sn durch Theta S. Dann schreibe ich noch mal L halbe mal Sinus Alpha minus My Cosinus. Das heißt, das Phi Punkt U, und da steht noch plus Epsilon Sn L halbe durch Theta S, also mal 1 plus Epsilon. Also das wäre der Vorgang, wenn wir das μ auch noch dabei haben. Im Grunde müsste jetzt μ gleich 0 gesetzt genau dasselbe rauskommen, was wir vorher herausgerechnet haben, aber ich wage gar nicht zurückzuschauen.